Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. So, der Kurze hat Hunger. Dann könntest du ihn gerade mal füttern. Sehr schön. So, Michelle arbeitet an seiner Präsentation. Auch sehr schön. Du kümmerst dich um die Hühner. Auch sehr schön. Bist immer noch traurig. Monika ist zur Schule. Sehr gut. Michelle, wann musst du? Heute haben wir Mittwoch. 13.30 Uhr muss er. Okay. Und er bräuchte ein bisschen Spaß und sozial. So, sie hat Eier eingesammelt. Zwei Bruteier. Und Kelly ist älter geworden. Okay. Sehr schön. Dann wird die Dame Brutei. Sehr schön. Legen wir beide da rein. Die verkaufen wir mal. So. Kannst du ihn... Also du gehst gerade noch aufs Klo, das ist okay. Was ist? Oh, da ist nicht so sauber. Du kannst mal aufwischen. Jetzt ist sie selbstsicher, sehr schön. Das darfst du mal verkaufen. Du kannst ihn gerade mal rauslassen. Ich glaube, das Aufräumen mache ich lieber selber. So. Wie geht's dir denn? Du bist überall grün, das ist gut. Dann kannst du vielleicht mal ein realistisches Gemälde malen. Du bist endlich nicht mehr traurig, das ist sehr gut. Was ist los? So. Schüssel füllen. Wo ist denn eigentlich Kelly? Kelly ist da draußen. Aufmuntern. Ach so, okay. So, der Besuch des Diriks. Der Direktor stattet der Klasse von Monika heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Monika sich entschieden, sich mit irgendwas zu beschießen. Soll sie das Kind ignorieren oder bitten, damit aufzuhören? Bitten wir aufzuhören. Monika kritzelt eine Notiz und gibt sie dem Kind. Hör auf, oder ich sag's. Das Kind rollt den Zettel auf und feuert ihn auf Monika. Doch leider verfehlt das Geschoss sein Ziel und landet vor den Füßen der Lehrerin. Ausnahmsweise gerät mal jemand anders. Wir haben ein Telefon. Ein anderes Kind hat Monika bedroht und ihr das Pausengeld abgenommen. Sie ist weinend in das Sekretariat gekommen. Finde das Kind, sonst finde ich es. So, Charisma-Fähigkeit erreicht. Oh, sie muss, glaube ich, ein Video machen, ne? Fällt mir gerade ein. Haben wir noch eins? Ja, wir haben noch. Wir können noch hochladen. So, Abschlusspräsentation sieht hervorragend aus. Okay. So, Hunger hat er. Kelly hat Hunger. Dann rufen wir Kelly gerade mal zum Fressen. Und danach darfst du dir gerne mal was zu essen holen. So. Genau, Butternut Gnocchi. Hast du Kelly zum Fressen gerufen? Ja, sie frisst. Sehr gut. Du bist fertig mit dem Bild. Auch sehr gut. Dann darfst du es gerade mal verkaufen, meine Liebe. Was ist eigentlich dein Ziel? Drei emotionale Gemälde fertigstellen. Okay. Dein Ziel? Fünf Meisterwerke fertigstellen. Okay, dann können wir hier nochmal malen.
selbstsicheres Gemälde. Ein Sterne Promi. Carla ist wieder ein. Carla Maria ist wieder ein. Dann können wir hier auch mal ein bisschen Dings machen, ne? Foto zu Simstagram hinzufügen. So. Sehr schön. So, wie geht's dir? Du bist müde. Du wirst müde. Du willst ins Bett. Das ist gut. Was für ein süßes Bild. Alle lieben es. Auch sehr gut. Du brauchst Spaß. Du müsstest aber aufs Klo, mein Lieber. Ich glaube, Klo geht vor. Zumal du nachher in die Schule musst. Dann können wir uns danach noch um Spaß kümmern. Ne? Hausaufgaben hast du ja, glaube ich, gemacht, oder? Ja, die waren alle fertig. Sehr gut. Er hat wenig Energie, ein bisschen Hygiene. Mangelt es noch, das kriegen wir aber auch noch hin. Post wurde zugestellt. Dann kannst du gerade mal Post holen. Danach könntest du einfach mal eine Runde joggen gehen, ne? Du hast ja jetzt nichts groß an Verpflichtungen, meine Liebe. Hallo? So, joggen gehen. So, sie hat alles aus dem Briefkasten geholt. Da ist, glaube ich, eher Fanpost für Carla, nicht für Carla Maria. So. Du kannst die Post dann auch öffnen, wenn ich sie finde. So, ich bin also aufgeregt. Alles, was du machst, ist einfach unglaublich. Okay. Kein Meisterwerk. Kannst du aber verkaufen. Der Unterricht von Michelle beginnt in etwa einer Stunde. Sehr schön. Reparierst du das gerade noch oder fängst zumindest mal an? Das wäre, glaube ich, ganz gut. Gucken wir mal, aber so muss es nachher wer anders fertig reparieren. Karl Theodor schläft, auch sehr gut. So, sehr gut. Fertig repariert. Dann darfst du das gerade mal wegwerfen. Kannst du das verbessern? Brennstoffzelle. Energieeffizientes Gerät. Stabiles Bedienfeld. Mach das mal. Du musst zur Schule, mein Lieber. Ah ne, 13.30 Uhr erst. Entschuldigung. 13.30 Uhr ja erst. Verbessern. Machst du das? Achso, du kamst da eben nicht hin, ne? Genau. Stimmt. Stimmt. Und dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir die Waschmaschine verbessern können. Rohrleitungen reparieren. Seit wann gibt's Rohrleitungen? Ja, verbessern können wir jetzt natürlich gerade nicht. Oh, du bist wieder wach. Du müsstest aufs Klo, mein Lieber. Geh du mal ins Töpfchen gehen. Traurig, weil Angst vor Gewitter. Ich hoffe, wir können dich danach wieder
Ja, kannst dich wieder schlafen legen. So, ah, du bist wieder da, okay. Kannst du ihm vielleicht noch ein bisschen zusprechen? Freundlich Geschichte erzählen. Es gibt's Besseres, als auf dem Klo eine Geschichte zu hören, ne? Ach, erstmal machst du am Chat hier weiter. Okay. Dann streicheln, entspannen. So, Michelle hat seine Hausarbeit zuversichtlich eingereicht. Sehr gut. Dann kannst du eigentlich noch die Präsentation gerade halten. Anscheinend hat Monika ein Problem mit Mathematik. Sie kommt über eine 1 nicht hinaus. So, die kann auch gleich ihre Hausaufgaben machen. Michelle, by the way, auch. Was er gemacht hat er gemacht, ne? Du legst dich noch wieder hin, sehr schön. Verbesserung fertig, sehr gut. Geht es schon mal nicht mehr so schnell kaputt. Oh, Brigitte ist da. Hereinbitten natürlich. Unglaubliche Geschichte erzählen. Tag verschönern. So. Steh du mal auf. Dann kümmern wir uns ein wenig um Brigitte. Ist ja die Frau vom Karl. Über Gourmet-Speisen reden. Karl hat ein Tuning-Teil erhalten. Okay, Moment, wenn du da unten fertig bist. Ja, dann kannst du erstmal noch ein bisschen, schon wieder traurig. Immer noch 11 Stunden. Sieht aus, als wäre alles fertig. 160 Simoleons. Wegwerfen, jetzt können wir es verbessern. Könnten. Teil für Sanitäranlagen. Moment, ne, da machen wir erstmal durchwühlen. Und danach werfen wir das weg. Drei gewöhnliche Tuning-Teile, okay. Okay. Ist überschaubar. Schwimm mal ein bisschen traurig umher. So. Kompliment machen. Jemanden von Fitness. Parodier mal wen. Charisma-Fähigkeit erreicht. Sehr gut. So. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Natürlich nicht. Wie konnte ich das auch nur annehmen, dass du deine Hausaufgaben machen würdest? So. Du hast dich schlafen gelegt. Machen wir bitte mal die Zusatzaufgaben noch. Und danach darfst du nochmal aufs Klo. Dann könnten wir noch einen Happen essen und dann darfst du ins Bett. So. Du kannst gerade mal alle Tierschüsseln füllen. Wie geht's ihm? Er bräuchte ein bisschen Spaß. Das kriegen wir hin.
So, Michelle hat soeben mit Noodle Bekanntschaft gemacht. Was? Oh. Die zwei machen zusammen Hausaufgaben. Süß. Du könntest noch mal wieder ein Gemälde malen. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Du willst spielen? Okay. Spaß hast du aber eigentlich. Hygiene bräuchtest du eher. Dann geh mal duschen. Danach darfst du dann noch ein kleines Pop-Art-Gemälde malen. So. Fühlt sich unwohl, wegen niedriger Energie, aber die machst du noch fertig. So, du malst, sehr schön. Was hast du eigentlich für Wünsche? Michelle nach seinem Tag fragen, das kriegen wir noch hin. Denke ich doch. Zum Flitzen anstiften. Okay. Freundlich nach Tag fragen. Wenn ich es denn finde. Da. So, was levelt er denn eigentlich? Fantasie, sehr schön. Kannst du mal baden, so seht ihr, Zusatzaufgaben abgeschlossen, sehr schön. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ob wir ein Baby zu bekommen. Wir sollen es wagen, mach mal. Ja, ich glaube, ja, vielen Dank für den Rat. So. Michelle. Zuschauen. So, du gehst aufs Klo. Du solltest dich jetzt um... Promi-Level gesunken. Okay. Du sollst ihn baden. Mit Carla plaudern, ja. Das mit dem Promi-Level, das kriegen wir hin. So. Du möchtest Carla nach ihrem Tag fragen. Das kriegen wir auch noch hin. Mehr Auswahl. Freundlich. Moment. Mehr Auswahl. Fotos teilen. Tratschen. Nach Tag fragen. So. Dann kannst du mal schlafen gehen. Ach, Brigitte ist immer noch da. Dann können wir ja mal mit ihr reden. Oder du. Ah ne, du batest dein Brüderchen gerade. Du müsstest aufs Klo. Geh du mal. Dann kannst du dich noch ein bisschen mit ihr unterhalten. Tipps für geistige Entspannung geben. Schmutzigen Witz erzählen. Von Jambus schwärmen. So.
Du bist müde, ja, du kannst dich auch hinlegen. Du auch. So, oh, sie muss los, okay. So viel dazu. So, wo ist Karl? Der schläft schon wieder. Hat aber Hunger. Machen wir das mal weg, dann darfst du ihn mal aufwecken. Dann gucken wir, dass er was zu essen kriegt. So, er hat seine Präsentation gehalten, das ist schon mal gut. Ach, die ist doch noch da. Okay, ich dachte, sie musste los. Na gut. Kemkuya. So, mehr Auswahl. Essen geben. Wenn er denn aufsteht. Sie möchte ein Gemälde beenden. Okay, machen wir nachher noch. Sie ist noch nicht so müde, da geht das. Sie schläft sehr schön. Du isst Cerealien, okay. Kann man machen. Ah, dann kannst du mal dein Bild noch verkaufen. Über Kunst reden, Kunststück betrachten. Vielleicht bewundern wir das erstmal. Dann verkaufen wir's. Zu spät. Über Kunst willst du reden. Das kannst du aber vielleicht mit ihr machen. Farbtheorie. Romantische Szene für Trinkgeld aufführen. Machen wir mal. Mehr Auswahl. So. Du solltest, glaube ich, eher den Kleinen hier noch wieder rausholen. Ins Bett bringen. So, du kannst dann hier noch die Schüsseln füllen. Ich räume den Teller weg. So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.